hatte. Ein kleines Korrekturvideo zum gestrigen Azulen-Video. Ich hatte das leider vergessen, noch übersehen und wie gesagt vergessen. Aber hauptsächlich übersehen. Und zwar wollte ich da gestern schon draufklicken, habe es aber dann doch nicht gemacht. Im Shipyard habt ihr, wie gesagt, die Schiffe, die man aufbauen kann über Research und so weiter und über die Aufgaben. Und ich sagte ja, dass der Friedrich Große und Asum und so weiter noch dazukommen. Und das ist eigentlich passiert. Ich habe es eigentlich gestern eh schon gesehen. Unten links PR1, und wenn man da drauf klickt, kommt PR2. Und dann habt ihr die ganzen neuen Schiffe. Ihr braucht halt dann Eagle Union Points, 760 zum Beispiel für Seattle. Sie ist eben ein Eagle Union Schiff. Hier zum Beispiel, wenn ihr Neptun bauen wollt, braucht ihr 20 Royal Navy Vanguard Schiffe. Also die muss man mal gehabt haben. Und bei Ibuki sind es eben Sakura Empire Vanguard Fleet. Dann in der Main Fleet, also in den hinteren, bräucht ihr 10 Schiffe für Izumo. Für Ruin sind es 7 in der Vanguard und für St. Louis sind es 20 in der Vanguard. Eben Double Eagle Union und hier natürlich auch Eagle Union, Iron Blood. Und bei den neuen Schiffen ist es eben, dass man 760 Tech Points braucht. Hier eben Eagle Union, das gleich dann bei Georgia auch Eagle Union, nur halt 810. Das sind alles SR-Schiffe. Bei Kitakase sind es 87 Sakura Empire Tech Fleet Points. Und bei Azuma, die ist allerdings ein UR-Schiff, also Ultra Rare, sind es 900 Sakura Tech Points. Dann Friedrich der Große, sind es komischerweise nur 630 Iron Blood Points. Sie ist auch ein Ultra Rare Schiff. Und das sind die einzigen beiden, die direkt Ultra Rare sind im Game. Und dann gibt es halt hier noch Casconia oder wie die heißt. Und die ist ein SR-Schiff. Und man braucht eben 420 Iron Blood Tech Points und 67 Eagle Union Tech Points. Die Tech Points sind nämlich nicht ihre. Ich will zurück. Hier ein Fleet Tech drin. Aber ich könnte mich auch irren, keine Ahnung. Ich denke aber schon. Was haben wir hier? Nee, warte mal, wo war denn das? Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich kann mich. Wo waren das mit Tech Points? Warum muss man. Weiß ich jetzt leider auch nicht. Und daran wird es nicht liegen. Hier kriegt man keine Tech Points. Wo waren Tech Points? Schauen wir mal durch. Ich weiß ja auch nicht alles. Das sind die Retrofit-Schiffe. Ist unlocked? Nein. Nope. Aber ich hätte gedacht, es wäre hier ein Lab gewesen. Und bei Fleet Tech. Aber anscheinend dann hier. Ich kann mir vorstellen, dass man diese Punkte hier zusammenzählen muss, die man hier sieht. Was ist das? Action Tech, na doch, wahrscheinlich. Kommt dann eben darauf an, welche Level die Schiffe haben. Und sind diese Punkte, die man hier sieht, anscheinend doch die Tech Points. Müsste man halt mal zusammenrechnen. Wahrscheinlich auch nicht, weil das nach ziemlich viel aussah. Shipyard. Hm. 760, ich habe aber noch gar keine Eagle Union Points.
Nee, habe ich doch, habe das schon entwickelt. Ich habe 67 Union Pounds. Hier fehlen mir 10 Punkte. Ja, wahrscheinlich wird es wirklich an dem Level liegen, der Schiffe. Secular Empire Schiffe habe ich noch nicht so viel gelevelt. Ja, wird wahrscheinlich tatsächlich daran liegen. Das heißt, ich hätte mir doch Ironblood Schiffe holen sollen. Verdammt! Das ist eigentlich nicht mehr locked, das müsste unlocked sein. Oder ich brauche aber die hier, die 24. Igel und. Ja, nee. Iron Blood Points. Gut, wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Schiffe bestimmten Level haben. Iron Blood Points waren es 420, die ich jetzt hatte, glaube ich. Oder? Schauen wir gleich mal nach. Shipyard. Pair. So, ich hatte. Einmal Iron Blood 300. 24 brauche ich, hatte 300. Hier werden wir mal schauen. Und zwar. こんなこともうまくできないなんて、あんたバカ。ちょっと私によこしなさいっての。まだもう少し見せて。Die war noch ein Block schief, oder? Ich hab schon wieder vergessen. Mist. Habe ich. Warte mal, Deutschland habe ich nicht. Kraft Zeppelin habe ich. Wen habe ich alles eigentlich? Ich hab noch ein Blutschiff gehabt. Schwesterschiff von Deutschland, glaube ich, habe ich gehabt. Ich sehe mal. Da, ja, krass, aber ich kann sie nicht verbessern. Verdammt! Okay, hat aber Limit Break geholfen oder nicht? Nö. Mann! Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass der Level trotzdem was macht. Gut, also wieder erledigt. Ich weiß es selber nicht. Ich werde aber schauen, dass ich es herausfinde demnächst. Und dann mache ich ein neues Video für euch. Aber wie gesagt, ich wollte euch nur gezeigt haben, die Schiffe sind da. Und ihr könnt eben die Secular Empire Schiffe benutzen. Von hier. Also Akatsuki, Shigure, Shigure, Shokaku und Atago. Shigure, ja. Passt schon. Die könnt ihr benutzen, um die neuen Schiffe eben um die 1 Million EP zusammenzubekommen. Und die 2 Millionen EP, falls ihr schnell genug wart, in den nächsten paar Tagen bis zum 25. habt ihr noch Zeit. Ihr bekommt mit den Schiffen mit den genannten 20% mehr EP. Also haut rein und viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Ach ja, danke fürs Reinschauen. Bye bye.